Sehr geehrte Damen und Herren, herzlich willkommen in meinem Kanal. Ihre Dendera Susanna Medici. Jahreshoroskop 2018, Tierkreiszeichen Stier. Erstmal möchte ich allgemein beschreiben, Jahr 2018, und es gilt nicht nur für Stiergeborenen, sondern für alle Tierkreiszeichen. 2018 ist ein Venusjahr. Also wird wichtige Themen sein, die Gefühle, Liebe, Partnerschaft, aber bekommen wir 2018 tolle Ideen, auch zeigen wir unserem kreativen Seite, oder vielleicht die Selbstständigkeit. Venus bedeutet auch Harmonie und Frieden. Und das heißt, dass ganz viele Menschen haben ein großes Bedürfnis nach Frieden. Venus ist auch das kleine Glück. Und dieses Glück begleitet uns alle im Jahr 2018. Worauf wir noch achten sollen. Diese Venus-Energie bekommt Einflüsse. Einflüsse von Saturn, von Pluto und von Lilith. Die Saturn-Einfluss bedeutet, wir haben noch 2018 Lernaufgaben. Dann kann auch bedeuten karmische Begegnungen. Vielleicht eine karmische Liebe. Bedeutet aber auch, dass etwas in Form kommt. Sicherheit, Stabilität, Halt und Struktur. Dafür sorgt Saturn. Dann kommt die Lilith-Energie dazu. Das sind die Wünsche, die Sehnsüchte, die Träume. Aber wir neigen dazu, davonlaufen. Und hier haben wir auch eine Lernaufgabe, nicht weglaufen, sondern diese Wünsche, Sehnsüchte, Träume ernst nehmen, als Ziel setzen, weil das ist erreichbar, das kommt auch in Form. Dann die Pluto-Energie sollten wir auch berücksichtigen, weil das wirkt im Jahr 2018. Die inneren Kraft, diese konzentrierte Kraft, aber auch die Transformation von alles verabschieden, loslassen, trennen, kündigen. All das, was unsere Kraft raubt. Und hier auch Ziele setzen. Mutig zu sein, das zu verwirklichen, die Chancen werden da sein. Was noch wichtig ist im Allgemeinen für Jahr 2018, mal über unseren Gefühlen sprechen oder mal das in Sprache bringen, was wir denken, eine klare Sprache. Aber hier sollten wir auch feinfühlig die Sprache behandeln. Wann ist es angebracht, direkt etwas sagen oder über Gefühle zu sprechen? Und welche Situation ist besser zum Schweigen? Wie sagt man das ganz schön? Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Und das sollten wir feinfühlig ausgleichen. Also das hat auch eine Bedeutung, wie drücken wir uns aus und vor allem lernen wir mal über Gefühle zum Sprechen. Wie trifft das die Stiergeborenen? Was passiert bei Stiergeborenen im Jahr 2018? Sie haben Glück in die Liebe und es gibt Kraft, das ist ein Geben und Nehmen, da ist Sicherheit und Stabilität. Das bekommt eine Form und Struktur und auch glückliche Momente. Die Stiergeborenen haben Möglichkeiten, Chancen, beruflich etwas Neues beginnen oder die jetzige berufliche Situation verbessern, bekommen sie Anerkennung und Lob. Das ist ein Aufstieg beruflich bei den Stiergeborenen. Also diese zwei Lebensbereiche, Arbeit,
Beruf, Berufung und die Liebe, das ist ein Vorteil für die Stiergeborenen, weil da liegt die Kraft und da kommt auch die Unterstützung. Auf einer Reise, ob das jetzt ein Inlandsreise ist oder Auslandsreise ist, sind Hindernisse. Entweder findet diese Reise nicht statt oder in einem anderen Zeitpunkt findet statt. Oder es wird nicht so laufen, wie die Stiergeborenen das geplant haben. Also darauf achten, da können Hindernisse kommen. Wo unangenehm sein kann, und das sollen wir auch nicht konzentrieren, das sind die Nachbarschaft, Bekanntenkreis oder die Verwandtschaft, die haben eine andere Meinung. Aber wir sollen zu uns selbst treu bleiben. Und die Kraft gibt die Liebe, Partnerschaft, das eigene Zuhause, die eigene Familie, die eigene vier Wände. Und das sollen die Stiergeborenen auch schätzen. Da liegt gerade die Glück, da liegt die Kraft. Und was die anderen meinen oder denken, das kann doch für die Stiergeborenen egal sein. Das ist die Jahrestendenz speziell für Stiergeborenen. Aber es ist immer noch allgemein beschrieben. Möchten Sie gerne wissen, was kommt Jahr 2018? Was ist die Tendenz? Und was kommt im einzelnen Monaten? Da kann ich das ganz genau beschreiben. Maßgeschnitten anfertigen, dann wissen Sie ganz genau, Monat zu Monat, was ist zum Erwarten, worauf sollte man achten, wo liegen die Hindernisse. Und diese Jahresanalyse können Sie gerne bestellen. Unten bei der Beschreibung befindet sich mein Kontaktdaten. Es gibt aber oft Situationen im Leben, da braucht man gar keine Analyse, sondern wir stehen vor einer Entscheidung und fühlen wir unsicher. Dann brauchen wir eine Bestätigung oder einen guten Rat. Und ein guter Rat ist immer Gold wert. Oder haben wir Fragen, was den Alltag betrifft? Wie kommt er zurück? Liebt er mich noch? Sehe ich Sie in die kommenden Tagen? Soll ich in dieser Arbeit bleiben? Soll ich diese Ausbildung machen? Oder bekomme ich die neue Arbeit? Soll ich diese Reise buchen? Soll ich umziehen? Oder soll ich diese Kleid kaufen? Kann ich meiner Freundin vertrauen? Was denkt mein Chef über mich? Soll ich meine Eltern besuchen? Und. Das sind Fragen, was den Alltag betrifft, und das sind auch wichtige Fragen. Und diese Frage zu beantworten, ist nicht zeitaufwendig. Und das empfehle ich dazu, die Blitzberatungen. Wie funktioniert eine Blitzberatung? Per E-Mail. Meine E-Mail-Adresse ist blitzberatung@dendera-susanna-medici.com. Sie beschreiben Ihre Lebenssituation, stellen Sie Ihre Frage, vielleicht dazu die Geburtsdatum, wenn möglich ist mit Uhrzeit und Geburtsort. Und ich werde diese Fragen natürlich persönlich blitzschnell beantworten. Mein Honorar beträgt pro Frage 10 Euro. Und ich wiederhole mich nochmal. Ein guter Rat ist immer Gold wert. Und mit diesen Worten verabschiede ich mich. Ich bedanke mich für das Zuschauen. Mein Name ist Dendera Susanna Medici.